Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play To the Moon. Ja, jetzt geht's ja wieder. Gut. Die Arbeit in der ganzen Nacht, ja. Die wollen wir uns jetzt mal anschauen, denn unsere Arbeit ist ja noch nicht ganz getan. Wir haben das letzte Mal eine Erinnerung erreicht, die scheinbar nicht so richtig funktionierte. Haben gesagt, gut, Maschine scheint wieder mal im Arsch zu sein. Und wir versuchen es trotzdem mal mit dem, was wir bisher haben. Da sehen wir jeweils die Stadien, die wir ja durchlaufen haben bei ihm und die dazugehörigen Mementos, die wir ebenfalls gefunden haben. Und ja, die Kindheit hat nicht so gut funktioniert, weil da ging es nicht weiter. Was zum... Du hättest mich wenigstens vorwarnen können. Ich kann es nicht leugnen. Ich gehe einfach gerne mit dem Kopf voran. Gerade mal eine Minute und es gibt einen Flachwitz. Der kam nicht mal von mir. Ich würde ja fragen, ob das ein Scherz sein soll, aber ich habe Angst vor der Antwort. Ziehen wir es durch. Ich komme in dieser Gestalt dumm genug vor. Alles, was wir tun müssen, ist seinen Wunsch, von der spätesten Erinnerung zur frühesten zu transferieren. Jo, und wie machen wir das? Wir gehen zu ihm hin. Hallo. Nehmen uns zum Beispiel den Busch hier, die Blumen, was auch immer das war, und leiten damit einen weiter. So, hier haben wir den Hasen auf beiden Seiten. Die müssen übrigens nicht kontinuierlich verbunden sein, es geht nur darum, dass alle am Ende hier gelb sind. Gelb umrandet. So. Da haben wir ein Buch. Hey Eva, guck mal! Om nom 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 nom. Nein. Ich liebe diese Stelle, aber sie ist so dämlich. Im Ernst. Om nom 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 nom. Lecker Hirn. Was brauchen wir da? Die Uhr ist es. Ich brauche eine Uhr. Und zack. So. Perfekt. Ding! So, das wären dann alle, mit denen wir arbeiten können. Bereit, auf den Knopf zu drücken? Du kennst mich doch. Ich bin immer bereit. Schwupp, weg sind sie. Alles klar, dann schauen wir mal, was für Souvenirs Johnny uns vom Mond mitgebracht hat. Ladies first. Diesmal nicht, Süße. Okay. So, ich würde mal sagen... Können wir zu allen Johnnys hingehen? Tatsächlich. Sieht so aus, als wäre dieser Abschnitt noch gleich. Sehen wir uns woanders um. Wie komme ich hier wieder raus? Okay. Die habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Wir müssen nämlich zum ältesten Johnny wieder hin. Dann möchte ich aber mal kurz gucken, was es hier sonst gibt. Ach, die Hochzeit. Ja, im Himmel. Wie hier auch alles gleich. Das gibt es doch nicht. Normalerweise müsste sich doch wenigstens etwas geändert haben. Irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Diese Erinnerungen, sie fühlen sich nicht so an, als wären sie einfach nochmal passiert. Sie sind exakt gleich. Unmöglich. Das Verlangen wurde doch transferiert, oder etwa nicht? Doch. Wurde es. Gut. Den Jungen überspringe ich jetzt mal und gehe direkt wieder zum alten Mann. Oh. Es waren ja zwei alte Männer, stimmt. Einmal alt und einmal ganz alt. Okay, das kann aber nicht stimmen. Wie könnte dann alles gleich geblieben sein? Dann? Muss es nicht denn heißen? Na, egal. A und E sind ja halbwegs nah beieinander auf der Tastatur.
Machen wir die Probe auf Exempel. Wir brauchen die letzte verfügbare Erinnerung. Du meinst die hier? Man hätte auch direkt hier hingehen können, das ist völlig egal, aber ich wollte mir jetzt mal den Rest angucken. Das hier ist dieselbe Umgebung wie in der letzten echten Erinnerung, auf die wir Zugriff haben. Ich kann nicht behaupten, dass ich komplett begeistert davon bin, was hier läuft. Schnell zu Johnny. Komm schon, der hat doch jetzt garantiert einen Raumanzug an. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Johnny? Was für eine schöne Überraschung! Wir haben hier selten Besuch! Déjà-vu. Schon wieder. Mein Name ist Dr. Eva Rosaline und das ist... Was? Ich sag es nicht zweimal. Dr. Neil Watts. Ich meine, Dr. von Matterhorn! Ist Ihnen der Name Sigmund Agency of Life Generation geläufig? Oh, also sind Sie beiden von der Agentur? Justin, wir haben ein Problem. Er trifft sich gut, ich habe gerade überlegt, Sie anzurufen. Lilly, bring uns bitte etwas Tee. Lilly? Scheiße, was ist hier los? Frieren auch ein. Ha. Nun? Warte hier, ich gehe jetzt und sende das Verlangenssignal nochmal. Pass auf, ob sich irgendwas ändert. Das ging schnell. Die Übertragung war definitiv erfolgreich. Hat sich was geändert? Nope. Wie ist das möglich? Selbst wenn das Verlangen allein nicht ausreicht, warum verändert sich gar nichts? Ja, er will vielleicht doch nicht zum Mond. Er wollte euch einfach nur trollen. Vielleicht braucht es einfach etwas Stimulation, um in Gang zu kommen. Aus seinen frühen Erinnerungen? So früh wir zurückgehen können. Dann los. War ja klar, dass es nicht so einfach wird. Das Spiel wäre sonst etwas sehr kurz und zusammenhangslos. Immerhin wissen wir immer noch nicht, was das Ganze mit River überhaupt auf sich hat. Nicht wahr? Johnnys Wunsch, zum Mond zu fliegen, braucht etwas Stimulation. Also dann. Klatsch. Plakate an der Wand, weil man es kann. Und mitten in den roten Wänden eine blaue Wand, das wirkt irgendwie auffällig. Was zum... An der Kasse haben sie gesagt, dass ein anderer Film läuft. Na egal. Macht's dir was aus, River? Nein, ich mag diesen auch. Okay, dann lass uns reingehen. Hoffentlich reicht das für die Zündung. Moment, wo ist eigentlich Neil? Rinder... Zum Mond, Liebling. Oh, Henry. Oh je, ich bin viel zu abgespannt und hungrig, um Filme zu konstruieren. Wahrscheinlich sollte ich mal nachsehen, ob sich bei Johnny was geändert hat. Hey, Schnabeltier. Hey, River. Hey, Johnny. Tut mir leid, dass du dir dafür den Hintern platt sitzen musst, Kleiner. Sieht scheiße aus. Alles unverändert. Ich muss versuchen, es irgendwo anders zu zünden. Das hier ist doch lächerlich. Sorry, Lilly, du musst mal kurz da weg. So. Gehen wir, genau, in die Schule. Oh Gott, gleich kommt eine Szene, das ist einfach nur Fremdschämen angesagt. Ich freue mich schon drauf.
Vielleicht kann man hier was versuchen. Und ja, das war eine Vorwarnung. Also, hat sie dir eine Enzyklopädie ins Gesicht geschmissen? Na, hat sie? Halt die Klappe, Mann. Was macht ihr noch hier? Es geht gleich los. Wenn wir uns nicht beeilen, sind die ganzen guten Plätze weg. Halt, stopp. Das habe ich anders in Erinnerung. Es muss sich was verändert haben. Ja. Und glaub mir, Eva, da bist nicht du dran schuld. Ich komme übrigens auf die rechteckigen Spielfeldmarkierungen auch nicht klar. Moment mal. Das ist keine echte Erinnerung. Änderung. Das ist... Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Eine Frage. Hat der einen Sparkle-Anzug an? So ein scheiß Glitzeranzug? Wie ihr wisst, bin ich Repräsentant... Jetzt muss ich nur lesen lernen, ne? Repräsentant der gloriosen NASA. Und ich bin heute hier, um euch alles darüber zu erzählen. Hau rein, Timmy! Wow, das war mies. Aber ich schweife ab. Sieh auch schon Facepalm. Wie auch immer, ich weiß, dass sich viele von euch die Frage stellen. Wie groß ist die Chance, dass ich jemals etwas Großartiges machen kann, wie zu einem Abenteuer in neue Welten aufzubrechen? Den süßen Duft der Venus zu schnuppern, gegen den Uhrzeigersinn um die Ringe des Saturns zu schwimmen. Ich will aber im Uhrzeigersinn schwimmen. Schnauze da vorne. Oder vielleicht einfach ein bisschen auf der dunklen Seite des Mondes abzuhängen. Wir von der NASA glauben, dass jeder dazu das Zeug hat, wenn er sich nur richtig anstrengt. Du könntest es sein. Oder du. Oder vielleicht... Du. Aber ich möchte gar nicht zum Mond. Dann ist heute dein Glücks... What? Moment, was? Warum nicht? Was soll ich da? Gute Frage. Der Mond ist ein scheiß Gesteinsbrocken, der irgendwo im Weltall hängt. Da kann man nicht viel machen. Ich bin glücklich hier auf der Erde. Du willst überhaupt nicht hin? Nicht mal ein kleines bisschen? Nein, wieso? Nicht mal das klitzekleinste bisschen? Schreibt man das bisschen nicht so groß an der Stelle? Ja, ich kontrolliere Rechtschreibung in einem Videospiel. Na und? nein. Nun, als offizieller NASA-Rekrutierungsoffizier erzähle ich euch jetzt ein paar Fakten über den Mond. Um warm zu werden, der Mond ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Toll. Und wusstet ihr, dass seine Oberfläche so groß ist wie der afrikanische Kontinent? Ah, könnt ihr kommen. Doch, wirklich, wenn ich das mal vorrechnen darf, würdet ihr versuchen, mit einem Rad einmal um den Mond zu fahren? Neil, das sind Kinder im Alter von Teenagerzeit. Sagen wir mal, höchstens 15 Jahren. Die interessieren sich einen Scheißdreck für sowas. Und weiter, das Licht braucht 1,5247 Sekunden, um von hier bis zum Mond zu gelangen. Hat man einen Laserpointer, ich will das ausprobieren. Und wenn ihr ein fliegendes Auto benutzt, braucht man 130 Tage. Das wusste ich schon. Ein fliegendes Auto. So, kommt drauf an. Nimmst du jetzt ein kleines Stadtauto oder nimmst du dir einen scheiß Ferrari? Das wird wahrscheinlich auch ein Unterschied sein. Und das Beste zum Schluss. Leute, die zum Mond fliegen, werden reich und berühmt. Und wir kennen alle die Gleichung. Reich plus berühmt gleich Groupies. So, und damit beende ich meine Präsentation. Timmy, du hast bitte nicht dumm auf die Tasten. Denkt daran, bei der NASA seid ihr alle willkommen, besonders dann, wenn ihr brünett seid. Das ist diskriminierend, wenn man es so stehen lassen würde. Aber wir kennen alle den Zweck dahinter, also es ist okay. Der Anfang war ja okay, aber danach wurde es dämlich. Na, wie war ich? Die NASA wird dich wahrscheinlich nicht anheuern, aber für unsere Zwecke war es wohl mehr als genug.
Ich habe wirklich Herzblut gegeben. Willst du mal nachsehen, ob es was gebracht hat? Natürlich, bin gleich zurück. Schwupp. Und wieder da. Bin zurück. Erzähl. Grandioser Fehlschlag. Nicht gut. Hey, lass dich nicht entmutigen. Ich bin sicher, dass wir immer noch was machen können. Und das wäre? Tja, ich überlege mir was. Ach ja, die Szene. Ab jetzt wird's immer dämlicher. Wir können es uns nicht leisten, dieses Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können es uns kaum leisten für ihre... Aber können sie sich die Mondlandungslotterie leisten? Wenn sie dieses Haus verkaufen, können sie es definitiv. What? Die Diagnose steht fest. Ja, genau genommen haben wir nur selten... Wussten Sie, dass Mitarbeiter der NASA exzellente Krankenversicherungsleistungen bekommen? Tatsächlich, für Sie beide, Sie und Ihre Liebste. Polly reiten Füllau im All! Nee, Füllau im All stand da, glaube ich, ne? Ach, keine Ahnung. Sieh mal an, eine Hochzeit, tolle Sache. Wie war's mit einem Rätsel? Ratet mal, wo man ganz Mond-Flitterwochen... Ah, nee, das ist mir zu dämlich. Ich kann nicht mal ausschalten. Mondän wäre das Wort eigentlich, oder? Ach, scheiß drauf. Ich habe schon bei Layton bewiesen, dass es einfach Wörter gibt, die ich nicht verstehe. River? Das Geilste ist, wie sie jetzt teilweise echt so etwas depressive Szenen genommen haben und die einfach so dämlich gemacht haben, dass man sich denkt, what the fuck? Und wieso hängst du da draußen an der Scheibe, Neil? Verdammtes Glas! Rutschig! Ey, Johnny! Johnny! Ach, scheiße! Was zur Gurke? Weißt du was? Es klappt einfach nicht. Es ist mehr als ein einfaches Nicht-Klappen. Das ist lächerlich. Ja, die letzten 3 Minuten, die wir gesehen haben, waren definitiv lächerlich. Wir sind Profis, verdammt nochmal. Ich mache diesen Job nicht, um durch die Gegend zu rennen und Leute anzuschreien. Nicht? Scheiße. Er spricht mir aus der Seele. Ich glaube, es liegt einfach an unserem verdammt langen Tag. Nein, an den sehr schlechten Versuchen, die wir gerade gesehen haben. Hätte ich gewusst, dass wir die Nacht durcharbeiten, hätte ich Kaffee mitgenommen. Absolut, du hättest mal den Film sehen sollen, den ich vorhin verbrochen habe. Oh ja. Welcher Film? Siehst du, das meine ich. Wie auch immer, so kostbar unsere Zeit hier auch ist, in diesem Zustand kommen wir einfach nicht weiter. Machen wir eine Pause bis morgen früh, hoffentlich hält Johnny bis dahin durch. Ich muss ein paar Anrufe machen. Joa. Pixel. Das ergibt keinen Sinn. Wieso hat die Maschine nicht funktioniert? Johnnys Wunsch, zum Mond zu fliegen, wurde er trotzdem erfolgreich übertragen. Und doch gab es nach dem Transfer kein einziges Anzeichen dafür, dass er zum Mond wollte. Irgendwo habe ich mich grandios verlesen. Es sei denn, eine zweite Bedingung für die Sehnsucht wurde dabei mitgeändert. Nur dann könnte der gleiche Wunsch zu 2 verschiedenen Ergebnissen an unterschiedlichen Zeitpunkten führen. Sekunde, jetzt bin ich kurz rausgekommen. Was? Ohne Zweifel spielte River eine wichtige Rolle bei der ganzen Sache. Wenn es also irgendwas gibt, was diese Veränderung verursacht haben kann, dann wäre sie die Hauptverdächtige. Aber was genau ist die Ursache? River, was hast du getan?
Die Sonne geht auf. Erstmal Kaffee. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich frage mich, ob Neil etwas herausgefunden hat. Ja, dachte ich mir. Guck mal an den oberen Rand des Bildschirms. Langsam verschlechtert sich Johnnys Zustand. Das ist natürlich für uns alles andere als wünschenswert. Uns läuft die Zeit davon. Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Und ja, morgen gucken wir dann, ob Neil was herausgefunden hat. Falls nicht, scheiße. Falls doch, vielleicht kann man noch was retten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.